So, was geht, Freunde? Hier ist Sugar MMFK von der Bantu Nation. Heute hier bei Splash Mac ein dickes Interview gegeben. Auf jeden Fall, check das ab. Peace. Ihr seid das Splash Mac. Ich bin Miriam und wir haben heute Sugar MMFK zu Gast. Peace. Alles gut bei dir? Alles gut. Gut angekommen, gut empfangen. Wasser steht, wurde direkt verkabelt, wie bei der Polizei. Alles läuft, ne? So wie die Polizei sind wir nicht, nee, aber... Nee. Alles gut. Ich habe mir extra sogar eine Begrüßung für dich rausgeschrieben. Yeah. Warte, pass auf, pass auf. Jetzt kommt's. Gebürzlich wie willkommen, Schubiger MMFK. Ich freue mich, wie bin ich, Sibir, da bist du, da bist. Ah, wie ist das denn? War gut? Ja, war gut. Schön, sure, das ist noch ein bisschen flüssiger, ne? Ja, 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 ist kein Problem. Na, aber wann hast du das gelernt? Hast du das gestern im Interview gehört? Ich hab's rausgeschrieben. Ja? Ich bin unfähig, was B-Sprache angeht. Ich kann das einfach nicht. Ja? Ich kann 1000 Fremdsprachen, aber nicht B-Sprache. Kann ich einfach aber nicht. Aber wusstest du, dass es die B-Sprache gibt, ne? Vor dem Interview schon? Ja, ja. Ja, nur ein bisschen üben, da kommt das schon hin. Ich werde üben. Ja? Ein bisschen üben, ja. Von der Straße für die Straße, hallo, hallo. Für die Bantus und Kanaken, hallo, hallo. Okay, fangen wir mal an mit dem Interview. Du bist ja schon eigentlich lange dabei, aber so richtig Aufmerksamkeit hast du noch nicht so lange, erst seit ein paar Monaten. Genau, und da gibt es ja bestimmt auch so Fragen, die dir ständig Leute stellen, zum Beispiel was deinen Namen angeht, das MMFK. Ich weiß zum Glück, wofür das steht, mit mir fehlt keiner. Ja, richtig. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht gecheckt haben. Deswegen wollte ich mal wissen, was ist so das Lustigste oder vielleicht auch Dümmste, was du an Erklärungen gehört hast bisher? Boah, ich habe echt alles Mögliche gehört. So für meinen Vater habe ich eine spezielle Erklärung, was das heißt. Was denn? So, was war das nochmal irgendwie? Irgendwie so meine Musik für Kids oder so, das, keine Ahnung. Okay. Weißt du so? Das muss halt, bei Papa muss man halt auch immer, Respekt muss da sein, ne? Normal. So, da soll einfach nur die Musik für sich sprechen. Aber an sich heißt das halt, mit mir fehlt keiner. Mhm. So, und das ist halt einfach so eine Lebenseinstellung. Ich denke mal, hast du auch gestern mitbekommen. Ja, okay. So, das ist halt, ja, das ist Eigenmotivation. So, dass ich selber von mir selber sagen kann, ey, alles liegt an mir. Ich brauche keine Angst vor niemandem zu haben. Ich brauche nicht zu zweifeln, so. Wenn ich das will, dann schaffe ich das auch. Und wenn ich halt rumhänge, dann ist halt auch das Resultat, dass ich es nicht geschafft habe, zum Beispiel. Und so haben wir auch mit unserer Musik einfach, mit meiner Musik, habe ich genauso durchgezogen. Mhm. Wie du schon gesagt hast, jetzt seit 2015 sind wir drinne. Aber wir hatten schon oft so einen Hype, dann wieder nicht, dann immer so unterschwellig. So immer so Hits aus der Hood raus am Kicken. So. Und jetzt so langsam, wir haben jetzt alles so... professioneller Vertrieb, Deal ist da und so, bei Major, mit Bantu Nation. Und ja, das sind alles Statements auf jeden Fall. Okay. Dann wollte ich mit über ein Thema reden, was vielleicht nicht das Schönste zu Beginn ist, aber ich glaube, wir kommen dann später dadurch auf andere Dinge. Du warst ja 2 Jahre im Knast. Ja. Du redest nicht darüber, warum, oder? Nee, eigentlich ist auch nicht. Okay. Ist auch okay. Aber was mich zum Beispiel interessieren würde, ist, was du da erlebt hast, wie die Zeit für dich war. Weil du sprichst gar nicht so viel darüber in deinen Songs. Mhm. Ja, wie habe ich das erlebt? Also Knast ist nicht schön, weißt du? Das ist halt immer Abfuck so, wenn du auf einmal eingesperrt bist. Bei mir war das so, dass ich die ersten 4 Wochen... Also ich war lange in Untersuchungshaft, ich glaube 18 Monate oder so. Und halt für mich war so, ich glaube erste 4 Wochen war so ganz so, ich habe es gar nicht realisiert. So. Danach kamen so die ersten 2-3 Monate, wo ich dann so dachte, Alter, so, ich bin hier wie in Amerika-Knast, jetzt muss ich mich hier beweisen. So, ich wollte mit niemandem zu tun haben. Ja, und dann nach der Zeit so, man... findet sich einfach damit ab, so, du bist jetzt eingesperrt für ein paar Jahre, du musst jetzt klarkommen. So. Benutze immer noch Faust oder benutze Kopf. Weil ich bin auch Dings. Ich habe auch oft mich geboxt und so mit Leuten und sowas. Deshalb dachte ich mir irgendwann, ey, was ist jetzt so? Gehst du mal noch so mit Kopf durch die Wand oder machst jetzt mal deinen Kopf an, so, schaltest du mal ein? Ja, und dann habe ich ganz schnell gecheckt, so, dass ich gar nicht so blöd bin, dass ich nicht immer nur mit Faust machen muss, sondern mit Kopf schon einiges regeln kann. Und am Ende so ganze Knast, ich hatte, keine Ahnung, 5 Leute. Am Anfang musst du dir vorstellen, wenn du im Knast bist,
es kommt dann so eine Phase, so auf einmal du bist gut mit jedem. Mhm. Jeden Tag, man grüßt dich, hey, was geht, alles gut. Und irgendwann realisierst du, boah, ich sehe den jetzt 2 Jahre, das ist nicht wie Schule. Heute lachen und dann Schule ist vorbei, ciao. Auf einmal, du bist jetzt vielleicht 2 Jahre mit denen, musst jeden Tag so, hey und so. Ich habe dann Leute einfach gesagt, hör mal zu, du bringst mich nicht weiter, ne? Geh deinen Weg, gib mir keine Hand mehr, weißt du? Und halt, das hat auch meine Persönlichkeit schon gestärkt und so. So, es hat auch viel Gutes mit sich gebracht, weil ich war draußen sehr wild. Und eine gute Sache war ja auch, wie sich das dann mit dem Rappen entwickelt hat. Das hattest du mal erwähnt, das habe ich nicht ganz verstanden. Hast du im Knast angefangen zu rappen oder hast du einfach, weil du da mehr Zeit hattest, deine Skills verbessert? Ja, man kann sagen, vorher wusste ich überhaupt nicht, was ich da mache. Mhm. So, und weil ich auch keine Erfahrung richtig hatte mit Deutschrap. Ich habe es halt immer gehört, aber irgendwie, ich wusste nicht mal, wie man 16er schreibt. Mhm. So Sachen. Und dann im Knast habe ich halt die Alben, so Deutschrap-Alben, hatte ich Zeit dafür. So. Was denn so zum Beispiel? Motrip, Embryo, okay. Azad, Phoenix, Khatar, 415. Also Khatar habe ich schon vorher gepumpt, aber halt so in dieser Zeit kamen auch diese Sachen raus. Auch natürlich die Aslaks, Chill und Ab, die Mietwagen-Tape und so Sachen. Mhm. Aber halt draußen früher so bei uns in der Hood, so, ich kenne keinen, selbst von meinen Jungs, der irgendwie meine Musik gekauft hat oder so. Also ich meine, so, da ist das nicht so unbedingt. Und vor allem CDs jetzt in diesem Zeitalter, so, ja, das ist halt so eine Sache. Und da hatte ich halt die Zeit, ich hatte das Geld da im Knast, ich konnte CDs kaufen und so. Das war eine gute Beschäftigung, Musik zu hören. Und da habe ich erst so Deutschrap analysiert, habe erst gecheckt, okay, so, warum der überhaupt da steht, wo der steht, so, was ihn besonders macht. Da war halt auch natürlich meine Frage, okay, was kann mich besonders machen? So habe ich erst, weil wie gesagt, ich habe meinen Kopf eingeschaltet, nicht einfach nur so auf dumm so sich abfacken, warum komme ich nicht hoch oder sowas. Okay. Ich habe so hinterfragt, okay, das macht diesen Künstler aus, das macht den aus. Das heißt, auch wenn du den feierst, du kannst nicht wie er klingen, weil er hat ja schon was so, was ihn ausmacht. Du musst was Eigenes finden. Und so war das dann einfach. Okay. Und auf dem Weg dorthin, auch dass du besser wurdest im Rappen, wie war das mit deiner Entwicklung vorher musikalisch? Du hast zum Beispiel einen Song, Alo Alo, da sagst du, stand als Kind schon auf Pianos. Ja, stand als Kind schon auf Pianos. Kannte kein Benz, kein Musilago. Ja, ich komme aus einer musikalischen Familie so. Halt, die sind jetzt keine professionellen Musiker, aber halt immer, Musik war immer schon in meinem Leben. Und wir hatten so ein ganz altes Klavier zu Hause. Ich weiß nicht, wo mein Vater das her hatte, weil heute weiß ich, dass so Klaviere sehr teuer sind. Auf jeden Fall hatten wir sowas zu Hause gehabt und ich habe Sachen gehört, keine Ahnung, von Bob Marley oder irgendwas so, Melodien, und habe das dann auf dem Klavier nachgespielt, ohne Noten oder sowas. Aber ich hatte das schon so, ich wusste, welche Tasten ich drücken musste. Ich habe auch jetzt nicht so gespielt wie jetzt, aber ich habe halt mit einer Hand dann alles so nachgespielt und sowas. Und das hat mich halt krass auch geprägt. Bis heute so gibt es Melodien, die immer wieder kommen, so manchmal, wenn ich penne so. Bevor ich so schlafe, kommt so viel Inspiration, so viele Sachen, Melodien, alles Mögliche. Schade, dass ich keine Beats machen kann. Ich muss dann immer so Sprachmemos machen, dann halt auch Produzenten schicken, kannst du sowas machen, weißt du? Okay. Ja, aber schon krass, das hat mich krass geprägt auf jeden Fall. Und du warst auch im Kirchenchor oder warst du das oft in der Kirche? Ja, ja, klar. Also Gottesdienst, ich versuche immer hinzugehen, auch heute noch. Aber ich finde auch nicht immer die Zeit. Jetzt vor allem ist so viel los und manchmal hat man auch schlechtes Gewissen. So, boah, ich war schon so lange nicht mehr, bin ich kein Heuchler. So. Aber auf jeden Fall, das hat auch mein Leben lang so mich geprägt. Und ich glaube, deshalb bin ich auch irgendwo der, der ich so bin, so bodenständig. So. Ich weiß, dass alles so seinen Grund hat. Und ja, ich will das auch irgendwie, auch in Gottes Willen, so laufen lassen, wie es sein soll. Verstehst du? Mhm, voll. Also vielleicht ein bisschen off-topic, aber ich verstehe das voll, wenn so Kirchenchor oder so ein Gottesdienst einen auch musikalisch beeinflusst. Ja, ich war dieses Jahr auf Jamaika und bin eigentlich nicht so der Kirchengänger, aber war in einem Gottesdienst und von 5 Stunden haben die 4 Stunden nur gesungen. Mhm. Und obwohl ich nichts kannte, kannte die Bibeltexte nicht, die Songs nicht, ich war danach so komplett emotional durch und kann das jetzt sehr gut nachvollziehen, wenn Leute... Diese Energie, was da rüberkommt. Und das ist es einfach. Ich habe mich immer so gewehrt, so Kirchenchor so vorne mitzusingen oder sowas. Das war ich nie so, war nie mein Ding.
ich saß lieber hinten, hab so zugehört, wie die das machen, hab's auch gefühlt und hab's immer so nachgesummt, kann man so sagen. Und ich hab halt einen Onkel, daher kommt auch dieser tiefe Gesang, dieser Tenor, den ich auch singe so. Der hat das immer so schön gesungen, so, weißt du? Und ich habe das immer so nachgemacht, so, aber nur für mich so, so leise, immer mitgemurmelt. So. Und irgendwann dann, wo ich halt selber Musik gemacht habe, habe ich das auf einmal, kam das raus. Okay. So, ich habe den Text nicht mal so geschrieben, um das so einzusetzen. Also ich habe nicht bewusst da Gesang reingebracht, sondern da war eine Stelle, die konnte ich einfach nicht so, diese Energie kam nicht so rüber, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Da habe ich ein bisschen experimentiert und dann kam halt diese Stimme, da wusste ich, okay, das ist das, weißt du, was mich auch dann ausmacht. Brauch nie wieder Gras, um an Geld zu kommen. Nach 2 Jahren Hubs bin ich weg davon. Vom Dealer zum Star, wenn die Fans es wollen. Vom Dealer zum Star schon im nächsten Sommer. Nie mehr Taschen leer, nie mehr Taschen leer. Wenn wir weiter über deine Einflüsse, du bist ja Bonner. Bestimmt hast du aus dem AON-Umfeld einiges mitbekommen, ja, aber was gibt es so noch in Bonn, was dich vielleicht beeinflusst hat? Oder wen sollte man sonst so in Bonn auf dem Schirm haben, außer euch vielleicht? Ja, also Bonn gibt es viele Künstler, auch jetzt die ganzen Newcomer, die gerade kommen. Es wäre jetzt gemeint, wenn ich sage der und der, weil es sind sehr, sehr viele, weißt du? Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die allgemein die Zuhörerschaft, die Deutschrap-Fans, dass sie allgemein mal den Blick nach NRW richten, nach Bonn richten. Auch jetzt in den nächsten 1-2 Jahren wird da sehr viel passieren. Da gibt es viele Lolitos, viele kleine Jungs, die groß werden auf jeden Fall. 100%, also ich stehe auch 100% dahinter. Viele so, ich sag mal auch, ich kam aus Knast, ich habe einfach mein Ding gemacht und bin jetzt hier bei euch, sage ich mal. So, dass, die sehen das ja, die haben alles gesehen. Wir haben ja wirklich in der Hood, wir haben Bonn so mit hochgenommen. So. Und die sehen das alle. Und natürlich trauen sich auch jetzt welche wieder so zu rappen. Und auch, ja, ist mir scheißegal, ob schwarz oder weiß. Guck, der hat es auch geschafft und kam aus Knast. Der hat so eigentlich so schlimmsten Voraussetzungen hatte ich. Ich habe es trotzdem gemacht, weißt du, was ich meine? Und das ist das so. Das, ich glaube schon, dass ich auch die ganze Hood so ein bisschen geprägt habe, auch mit meinem Movement, mit meinen Moves. So, dass sie auch nicht, die wissen so, ich habe das alleine gemacht. Die müssen nicht da rumhängen, bei dem rumblasen oder so. So, aus eigener Kraft können die das schaffen. Und ich glaube, da wird noch einiges entstehen. Okay. Dein Movement bzw. deine Crew heißt ja Bantu Nation. Bantu Nation. Genau. Kannst du mal erklären, wofür das steht? Bantu Nation halt, man kann, wenn man das wörtlich nimmt, menschliche Nation, ne? Menschennation. Und Bantu Nation ist halt so entstanden, dass wir halt, wir hatten jetzt 4 Künstler gehabt, alle so eigentlich aus einem Umfeld, aber wir wollten halt einfach unsere Kräfte so zusammentun, damit wir halt wirklich alles sprengen können, so, ne? Und deshalb einfach menschlich, weil wir uns auch menschlich alle verstehen. Wir sind alle auf einer menschlichen Basis. So. Keiner ist jetzt unbedingt auf diese materielle Schiene, so, weißt du? So, und deshalb einfach Bantu Nation, das ist jetzt das Label, das ist auf jeden Fall Zukunft, kann ich nur so sagen. Weißt du, das ist Zukunft, auf jeden Fall ein großes Zukunftsprojekt. Okay, aber Bantu steht ja eigentlich auch für eine bestimmte Sprachgruppe in Afrika. Ja, ja, und ja. Deine Eltern sind ja aus Angola, ja, richtig? Ja. Genau, die sind ja vom Bürgerkrieg, glaube ich, geflohen. Genau, hast du irgendeinen Bezug zu Angola? Warst du mal da oder hast du durch deine Eltern Einflüsse mitbekommen? Nee, ich war noch nie da, um ehrlich zu sein. Ich habe auch gar keinen deutschen Pass, dass ich da hinfliegen kann und sowas. Aber ja, natürlich Einflüsse. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Das hat auch sehr viel Kraft, so diese Musik. Wenn ich dir was sage, so diese Musik, was die Afrikaner machen, die hat eine unmenschliche Energie, weißt du? Du kannst, egal was daneben stehen, Techno oder was, aber afrikanischer Rhythmus ist einfach so, es hat Leute von Sklaverei befreit, hat Leuten Kraft gegeben in Kriegen, weißt du? Und deshalb so die Kraft, die unsere Musik mit sich bringt, so, die werde ich natürlich auch immer wieder nutzen. Wir haben jetzt einen Song gemacht, Wieder dabei heißt er. Der ist auch, hast du Alo Alo mal gehört? Ja. Ja, da ist halt ein Song auch, Wieder dabei heißt er, der auch unsere Rhythmen hat, unsere Melodien drin hat. Und nochmal, weil ich ja, wie gesagt, damit aufgewachsen bin, ist das viel einfacher für mich auch, das einzusetzen. So.
Ja, die Angolaner, die ich kenne, die sind alle große Luati-Fans. Kennst Luati? Du Luati? Nein, Luati kenne ich nicht. Okay. Aber macht sicher Kodoro, ne? Oder was ist das? Der rappt eigentlich. Ja, ja. Ja, halt bei uns gibt es halt mehrere Musikrichtungen. So Kizomba, Kodoro gibt es auch, Zouk eigentlich auch. Ja, so, ich denke mal, wenn er rappt, die Rapper machen eher so Kodoro, das ist so auch gut, gut. Okay. Mhm. Dann noch eine Sache, die mich interessiert. Du warst ja mal bei Raptex von Chapter One. Für die, die es nicht wissen, Raptex ist ein Wettbewerb und Chapter One ist ein Sublabel von Universal. Und wenn man da gewinnt, kann man einen Plattendeal gewinnen. Genau, du warst dabei, dann warst du aber kurz wieder draußen. Kannst du mal erklären, wie das alles abgelaufen ist? Also, es sind viele Sachen im Hintergrund passiert, die halt auch die Öffentlichkeit vielleicht interessieren, aber nicht da reingehören, weißt du? Und, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es war einfach nicht der Zeitpunkt. Guck mal, jetzt sind wir genau wieder mit denselben Leuten, die damals schon mit uns arbeiten wollten. Und jetzt haben wir auch die Hand so angenommen und gesagt, ja Mann, wir gehen den Weg. Vorher wäre das alles viel zu früh. Wir hatten einen kleinen Hype, so Straßenhype, waren unerfahren. Wir hätten eigentlich, also ich hätte nie alles angenommen, deswegen bin ich auch daraus gegangen, ne? Aber ich meine einfach so, keine Ahnung, das war einfach nicht der Zeitpunkt. Jetzt ist alles gut, so wie es ist. Okay, cool. Dann noch eine Sache, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob du den Rapper Teaser kennst aus Österreich. Sagt er dir was? Doch, der Sänger. Singt er? Der rappt eigentlich auch. Teaser, ist er nicht mit Chimperator oder so? Nee, das ist Teasy. Ach, Teasy, ja. Ich meine, Teaser, der ist aus Österreich. Mhm. Aber vielleicht hast du das Video gesehen, das war jetzt die Tage überall im Internet. Er ist natürlich ein schwarzer Rapper und er hat sich getroffen mit seinen Labelkollegen. Die wollten draußen ein Label-Meeting machen. Und dann wurde er. Ach so. Hast du das Video gesehen? Ja, genau, ich wo die Bullen schon. Dann gekommen sind und erstmal Polizeikontrollen gemacht haben. Und du hast ja auch Zeilen wie: Trotzdem wollen sie uns wieder aus Routine kontrollieren und so weiter. Mhm. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du auch Erfahrungen mit rassistischen Polizeikontrollen oder sogar Polizeigewalt gemacht hast, oder? 100%. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Boah, es gibt so Filme, ich könnte dir so viele Sachen jetzt sagen, so, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, so, es gab eine richtig wilde Zeit, wo wir einfach auf alles geschissen haben. Wir sind immer ins Schwimmbad nachts eingebrochen, haben da, keine Ahnung, du siehst nichts mehr, sind schwimmen gegangen und so, Polizei kommt, wir hauen ab und so. Haben auch mit den Spielchen gespielt, so, immer diese Räuber und Gendarmen in echt so mäßig. Aber auf jeden Fall, es gab einen Tag, da waren wir einfach am Chillen, sind so über so ein Dings in so einen Sportplatz geklettert, sag ich mal, haben da ein paar Flaschen aufgemacht. Ich glaube, da waren wir auch so 16, 17 so. Und dann kam halt die Polizei, wir haben nur diese Lichter gesehen vom Weiten. Auf einmal sofort natürlich, jeder rennt. Und dann hatten die so einen Kollegen von mir festgehalten, ne? Und er meinte, ja, was wollt ihr denn? Und so, ne? Und dann hat einfach ein Bulle so seine Waffe gezogen, ne? Und hat die an seinem Kopf so vorbeigehalten und geschossen. Weißt du? Okay. Also halt, die haben uns schon versucht, da einzuschüchtern und so. Mhm. Die Sache ist, ich gehe einfach grundsätzlich Polizei aus dem Weg. Ich habe schon so eine Phobie, oder wie man das sagt. Wenn ich das schon von Weitem sehe, auch meine Mutter, weißt du? Wenn meine Mutter so Sirenen hört, weil die oft bei mir zu Hause waren und so, und auch oft unnötig. Es gibt so viele Geschichten, was ich dir jetzt erzählen könnte, was sie mir alles anhängen wollten und irgendwie auf einmal Gras irgendwo aus irgendeinem Sandkasten holen und sagen, ja, du hast es da versteckt. So nach, in der Schulpause zum Beispiel, auf einmal muss ich mit Handschellen jetzt in meine Klasse gehen. Alle sagen natürlich, hey, zu denken, ja Mann, das ist der King hier. Aber im Endeffekt so, ich habe auch auf King gemacht, ja Mann, ne? Aber danach sagen die, ja, jetzt fahren wir dich nach Hause und ich denke, scheiße, Mann. Ich sage, mach doch nicht so. Ich habe das nicht gemacht und so. Am Ende, auf einmal fahren die zu mir nach Hause. Mein Vater ist da mit dem Bullen, auf der Seite von dem Bullen. Ich meine, so Lachkeks, aber halt im Endeffekt sehr viel schlechte Erfahrungen mit denen. Es gibt halt wirklich tiefe Storys so. Aber ich denke, du hast schon recht, ich muss das auch öfter in meine Musik auch mit einbringen auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen hast du es ja eingebracht oder zumindest hast du gezeigt, dass du dich für Politisches ein bisschen interessierst. Mhm. Du hast ja zum Beispiel eine Malcolm X-Zeile. Ja, genau, also sind das politische Vorbilder, die du hast? Ja, auf jeden Fall. Es geht halt auch nicht nur um Politik. Weißt du, Politik ist so ein Wort, was wir Menschen immer halt, um irgendwas zu erklären. Für mich ist es einfach ein Held so. Er hat sich so gesehen geopfert
um halt, wie sagt man, für seine schwarze Bevölkerung in dem Sinne, für Freiheit, für Frieden. Und es geht ja da nicht nur um die schwarze Bevölkerung. Es gibt auch in Syrien gibt's Krieg, überall gibt's Krieg. Ich bin immer für Frieden und Freiheit. Und deshalb, ich habe so einige Vorbilder, was das angeht. Aber halt jetzt, es ging jetzt speziell, dass man auch verbildlich diese Hautfarbe und alles, weil ich habe nicht so viel, wie sagt man, so viel Text kann ich nicht in einen Song packen. Ne? Ich muss das mit kurzen Stichworten, starke Persönlichkeiten bündig machen, dass du direkt bildlich vor dir hast, was mein Plan ist, was ich dir sagen will. Und deshalb Riesenvisionen wie Malcolm X, weißt du? Okay, verstehe. Ja. Okay, dann abschließend noch eine Frage, die auch da ein bisschen anschließt. Ich habe so einen Artikel gelesen, dass du dich mit so einem SPD-Abgeordneten getroffen mal. Das ist schon länger her. Ja, irgend so ein SPD-Abgeordneter von Bonn. Und dann hast du halt erklärt, wie es halt so aussieht bei dir im Viertel und was halt falsch läuft und was die ändern könnten. Ach so, ich glaube, das war CDU, glaube ich, war das. Nee, das war ein SPD-Typ. Ja, Ulrich Kelber ist er. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, muss man mal gucken, können die unter die Kommentare schreiben. Ja. So. Aber daran anschließend, also anscheinend scheint es dir ja nicht scheißegal zu sein, was um dich herum passiert. Deshalb würde ich einfach gerne zum Abschluss so von dir hören, wenn du zum Beispiel Bürgermeister wärst selber oder so. Welche drei Dinge würdest du ändern? Boah. Bürgermeister hat nicht so viel Macht, ja. Oder dann bist du Bundeskanzler. Wäre ich Bürgermeister, hätte ich mir erst meinen deutschen Pass geklärt. Was ich meine? So ein paar Kleinigkeiten, so. Aber keine Ahnung, so. Sagen wir einfach, hätte ich so eine Macht, so wie der Dings, keine Ahnung, US-Präsident oder was auch immer, so. Mhm. Boah, ich würde so viel, ich glaube, ich könnte nur Gutes tun damit. Ja, ich meine, die Leute haben doch genug, so. Ich würde aber halt grundsätzlich allgemein Veränderungen muss man immer ganz, also bei den Kleinen anfangen. So. Immer bei den Kleinen, bei den Kids, so, dass sie auch direkt so geprägt werden mit so einem Bewusstsein, dass sie Gutes tun sollen, wie ich Gutes tun will. So, wenn ich jetzt bei irgendwelche alten Leute anfangen will oder irgendwelche Erwachsenen von irgendwelchen neuen Regeln erklären will, so, dann gibt es da nur Streik. Ich muss bei den ganz Kleinen, so, die sich gar nicht wehren können, bei denen anfangen, Gutes zu tun, dass sie damit aufwachsen. Und dann auch sagen können, guck mal, zu unserer Zeit war das halt so. Und deren Kindern auch genau so weiter das geben. So. Wir haben ja viele Probleme auf der Welt. Es ist ja nicht nur, dass Kriege geführt werden. Wir haben ein Klimaproblem. Wir haben allgemein, es gibt zu viele Menschen, Ressourcenproblem. Das ist alles so, im Endeffekt macht es schon Sinn, dass die ganzen Kriege und so geführt werden. Weil es geht um Ressourcen und sowas. Aber halt die Leute, die Macht haben, so, die müssen halt einen Weg finden, so deren Macht so einzusetzen, dass keine Menschen sterben müssen. Ich habe letztes Mal so ein Beispiel gehabt, dass zum Beispiel, ich meinte, guck mal, vor, keine Ahnung, so 20, 30 Jahren waren noch nicht so viele Autos auf der Straße gewesen. So, es gab noch spezielle Parkplätze, wo Autos geparkt haben. Jetzt parken die am Straßenrand, auf der Straße, überall. Und wir werden auch alle noch unser Auto fahren und Führerschein haben. Wie viele Straßen wollen die noch machen? Wie viele Bäume wollen die fällen und sowas? Ne? So, ich habe dann, und meistens siehst du dann in den Autos immer nur ein bis zwei Personen. Und dafür nehmen die schon die ganze Straße ein. Ich habe dann gesagt, wenn jemand dein Auto nutzen will, ne, dann soll er doch, er darf nur das Auto benutzen, wenn er das Auto vollkriegt. Das heißt, er muss jetzt seine Nachbarn fragen, musst du heute irgendwo hin? Weißt du, das wird auch Menschen wieder zusammenbringen, weil du musst jetzt mit deinen Nachbarn, du bist abhängig von ihm, dass er mit dir auch fährt. Das heißt, du wirst mit ihm ein gutes Verhältnis pflegen. Hier in Deutschland ist das so, jeder ist für sich, jeder will, seins ist seins, deins ist deins, so, weißt du? Aber bei mir ist deins ist meins, weißt du? Ja, so, die Leute müssen das ein bisschen so wieder hinkriegen, zusammenzurücken und die Verantwortung im Großen und Ganzen sehen, nicht nur für eine kleine Person so. Okay. Sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank. Dankeschön. Hat mich gefreut. Peace. Menschen sterben bis zur letzten Emotion. Ich sehe keinen